So, falls ihr mir auf Facebook folgt, habt ihr das vielleicht schon mitbekommen. Ich möchte meine Ohren weiter dehnen von 8 auf 10 mm und habe beschlossen, dass ich deshalb ein neues Dehnvideo mache. Einmal, weil mich sehr viele darum gebeten haben und dann, weil ich das alte wirklich blöd finde. Also, ich kann euch das mal hier verlinken. Da hatte ich mit YouTube was angefangen und ich war so unsicher und so, hallo, oh mein Gott, da ist eine Kamera und da könnte mir jemand zugucken. Ich, oh Gott, nee, ich war so total, oh mein Gott, wie sieht das jetzt aus? Sieht man das? Und so, ich war total aufgeregt. Und ja, einmal deshalb will ich Neues machen, dann halt, weil mich Leute darum gebeten haben. Und ich möchte es diesmal aber anders machen, weil letztes Mal habe ich ja gezeigt, wie ich dehne. Und dann habe ich auch noch so ein bisschen was gesagt, aber an den ganzen Fragen, die mich immer noch erreichen, merke ich, dass es halt vielleicht doch nicht so informativ war, wie ich vielleicht gedacht habe. Deshalb würde ich gerne im Video so einen Fragenteil machen mit den meistgefragtesten Fragen. Ja, ich weiß, mir fällt gerade kein anderes Wort an. Also mit den Sachen, die halt wirklich so essentiell sind, die mich sehr, sehr viele Leute fragen, dass ich das einfach im Video drin habe, weil ich meine, ich beantworte gerne eure Fragen. Ich nehme mir da auch viel Zeit für. Ich mache es meistens am Wochenende. Also es kann sein, dass ihr ein bisschen länger warten müsst, bis ihr halt eure Antwort bekommt. Aber ich versuche, alles zu beantworten, weil ich kriege ja Fragen in Formspring, YouTube, per E-Mail und manchmal auch im Kanal, also da auf der Kanalseite. Und es ist manchmal echt ein bisschen unübersichtlich. Also ich würde euch bitten, wenn ihr wirklich irgendein Anliegen habt, dass ihr mir nicht in YouTube schreibt, weil YouTube hat sowieso das blödeste System. Also man sieht gar nicht, welche Fragen man schon beantwortet hat. Im Kanal ist es auch ein bisschen, weil da, also ich weiß nicht, das Problem ist, dass ich halt so die Sachen manchmal sehe, aber dann irgendwie vergesse, darauf zu antworten. Also am besten ist entweder per E-Mail oder per Formspring. Also da antworte ich zu 90%, 99% keine Ahnung drauf, eigentlich. Aber ich will das Video jetzt dazu machen, zu den meistgestelltesten Fragen, um halt einfach auch sicher zu gehen, dass ihr die Fragen beantwortet bekommt. So wirklich Sachen, die jetzt auch so aktuell oder wenn ihr zum Beispiel euer Ohr blutet oder so und dann müsst ihr mir erstmal eine Nachricht schreiben, dann antworte ich vielleicht erstmal 2 Tage nicht drauf, weil ich es einfach nicht gesehen habe. Deshalb wäre es besser, wenn ich halt wirklich die Sachen, die so sehr, sehr wichtig sind, einfach mal in einem Video zusammenfasse. Und dazu möchte ich jetzt auch eure Hilfe haben, dass ihr mir jetzt bitte alle Fragen, die euch jetzt mal so einfallen, die wichtig sind, die euch vielleicht interessieren, hier runter in die Kommentare schreibt. Und vielleicht, wenn ihr keine Fragen habt, wenn ihr total erfahren seid und irgendeinen Tipp habt, den ihr wirklich für sehr, sehr gut befindet, dass ihr mir den auch reinschreibt, weil den erwähne ich dann auch. Dass wir einfach mal so ein Sammelvideo machen mit den häufigst gestelltesten Fragen, Tipps, Tricks und ich weiß nicht, vielleicht dehne ich euch auch wieder vor, aber das ist ja eigentlich jetzt nicht so, ich weiß nicht, jeder weiß ja, wie man sich da einen Dehnstab durchschiebt. Also es kommen immer wieder Fragen, wo ich denke mir, oh Mann, die habe ich doch eigentlich beantwortet in dem Video, aber scheinbar nicht. Und deshalb kommt jetzt einfach ein neues Video. Und auch für die Leute, die mich vielleicht nur deswegen abonniert haben und dann immer diesen Beauty-Kram sehen. Für die Leute, die natürlich jetzt gedehnte Ohrlöcher blöd finden, ist das Video jetzt nichts, aber danach kommt auch wieder Schminke. Also das ist schon mein Hauptthema, aber ich möchte da einfach auch ein bisschen drauf eingehen auf die Ohren, weil mich doch viele Leute fragen. Also ich kriege mehr Fragen wegen den Ohren als irgendwie wegen dem Lippenstift oder so. Ja, das war's. Und zwar, ich werde das jetzt ungefähr eine Woche laufen lassen. Also ich denke, heute haben wir Samstag, wenn ich das hochlade. Und ich fahre von Samstag bis Samstag weg nach Barcelona auf Klassenfahrt. Und dann werde ich nicht da sein, ich werde keine Fragen beantworten, keine Kommentare. Und ich bitte euch vielleicht in der Zeit auch nicht so viele E-Mails oder irgendwie sowas zu schreiben, weil ich werde eh nicht antworten. Und wenn ich dann zurückkomme, habe ich dann so eine riesen Liste und dann vergesse ich vielleicht auch irgendwas. Sondern dass ihr halt in der Woche mir wieder schreibt. Ja, ich werde vielleicht auf Facebook mal was posten, also da könnt ihr mir mal folgen. Ich mache den Link hier rein, ich verlinke es irgendwo. Da poste ich manchmal Sachen und generell wäre es cool, wenn ihr mir da auf Gefällt mir drückt in der Gruppe, weil ich schreibe doch immer was, zum Beispiel, ja, welches Video wollt ihr sehen? Wollt ihr lieber jetzt Essenshaul, was weiß ich, oder das Video? Und da könnt ihr mal drüber abstimmen und daran halte ich mich auch meistens, weil ich weiß nicht, wenn ich drehe samstags ist mein Videodrehtag, drehe ich immer so 4 Videos vor. Deshalb sehe ich auch immer gleich aus, meistens. Also, und ich würfel immer so ein bisschen durch, weil ich als nächstes hochlade. Die letzten 4 Videos habe ich konterweise immer meine Frisur geändert, falls es euch aufgefallen ist. Und ja. Also ich werde nicht da sein eine Woche.
Habe ich schon gesagt, in Barcelona mit meiner Klasse. Wird lustig vielleicht. Ich hoffe, wir fahren mit einer Klasse aus Köln. Dem Abendgymnasium aus Köln. Aus Kölle. Kölle, ich kann den Akzent leider nicht nachmachen, aber egal. Ja, ich habe überlegt, ob ich jetzt auch noch so ein Crazy Factory Hall mache mit den Sachen. Aber ich weiß es noch nicht. Muss ich mal gucken. Das ist halt so ein paar Tunnel. Aber ich meine, wenn ich Lippenstift in die Kamera halte, ist ja auch nicht anders, als wenn ich so ein paar Tunnel in die Kamera halte. Ja, das war's. Ich habe diesmal ein bisschen Probleme gehabt mit Crazy Factory. Leute fragen mich ja immer, wie lange dauert das? Vielleicht so eine Woche, zwei Wochen? Kommt immer drauf an. Und diesmal hat ein Artikel gefehlt und ich habe den geschrieben, weil sie haben nicht von selbst drauf geschrieben, dass ein Artikel fehlt. Das waren so schöne Glitzerplugs aus Glas mit so Glitter drin. Also der ist richtig schön. Ich kann euch den Artikel mal hier auch mir hier unten verlinken. Also alles falsch in der Infobox. Ja, ein bisschen blöd, aber ich habe mit denen jetzt geschrieben und ich darf mir jetzt für den Wert Sachen bestellen und das mache ich dann nochmal ohne Versand. Ja. Also das ist jetzt wahrscheinlich das letzte Video, bevor ich wegfahre. Ich drehe jetzt, also heute haben wir Donnerstag, ich drehe vielleicht noch was. Also den Crazy Factory Hall noch. Ich wollte eigentlich auch nochmal ein neues Kochvideo drehen. Das Bauchnabel-Piercing-Video habe ich auch nicht vergessen. Ich mache mir jetzt mal so eine Liste. Und eine Roomtour. Die werde ich vielleicht jetzt gleich drehen. Mal sehen, ob das Licht okay ist. Ich müsste mein Zimmer ein bisschen aufräumen. Ja, ich werde mein Zimmer bald umräumen. Ich kriege bald einen Schminktisch. Da freue ich mich richtig drauf nach dem Urlaub, wenn ich zu Ikea gehe, mir eine Tischplatte hole und so ein paar Beine und so. Und also nicht diesen großen mit diesem Spiegel, den auch einige Leute haben, weil der mir zu klein ist. Ich weiß nicht, ich meine, es ist zwar schön, so dieses bisschen auf Vintage mit diesem Spiegel und diesen Schublädchen, aber der erscheint mir zu klein, also mache ich mir eine 1,50 Meter breite Tischplatte. Und da kann ich halt alles aufbauen und dann wird das erstmal fürs Erste reichen. Okay, das war's. Also stellt mir eure Dehnfragen. Ich würde mich darüber freuen, wenn wir uns zusammen so ein Dehnvideo zusammen mauscheln könnten und das dann halt auch den meisten helfen könnte. Wäre sehr, sehr cool. Tschüss!